Liebe Schwestern und Brüder, in der 40-Tage-Zeit vor Ostern sprechen wir in einem Gebet hier. Es ist ein Gebet der Ostkirche, ein Gebet an Christus. Dass Christus kommt, zu richten jede Seele, die seine heiligen Leiden missachtet hat. Es gibt einen tiefen Zusammenhang zwischen diesem Gebet und der Lesung, die wir heute gehört haben. Denn dieses Tal Josaphat, das bedeutet, Gott selber richtet, wird verortet im Kidron-Tal, also genau in jener Senke zwischen dem Tempelberg und dem Ölberg. Genau jener Weg, der für uns so kostbar ist, jenes Tal, weil es mit dem letzten Abend Jesu verbunden ist, mit seinem Leiden, mit seinem Verrat, mit seiner Gefangennahme. Diese Vorstellung, dass Gott genau in diesem Tal die Völker versammeln wird, um das Endgericht abzuhalten, gibt es nicht nur beim Propheten Joel, sondern lebt im Christentum weiter und zieht seine Spuren bis in den Islam. Dort wird beim Endgericht ein Seil gespannt zwischen Tempelberg und Ölberg und die Gerechten müssen darüber balancieren. Darunter fällt der Pech gehabt, der ist gerichtet. Und nur die Gerechten kommen auf der anderen Seite heil. Dass es diese Tradition in den großen monotheistischen Religionen gibt, muss uns als Christen besonders wachrütteln. Wir sprachen gestern von der Linie, die die Botschaft der Propheten hat. Die Linie auf den Tag Christi hin, gerade beim Propheten Joel ist das das wichtige Stichwort. Es kommt der Tag des Herrn, wie es heute heißt. Der Tag des Herrn ist nahe, der Tag der Entscheidung. Und es ist der Tag des Gerichtes, an dem wir auf Gottes Barmherzigkeit hoffen dürfen und ohne diese Barmherzigkeit ohnehin verloren sind. Aber es sollte gerade das Schicksal Jesu sein, seine Passion, die uns schärft, die unseren Blick schärft und unser Herz erweicht, dass wir auf diesen Tag zugehen, ganz bewusst, und uns von diesem Leiden Christi ausrüsten lassen, um so ein Zeichen zu sein für die anderen, die zwar auch das Tal Kidron oder das Tal Josaphat ernst nehmen, aber eben nicht das, was uns so heilig und wichtig ist. Denn nicht nur das Heil Gottes ist universal und betrifft alle, sondern eben auch sein Gericht.